Eine weitere Woche zieht ins Land und es ist wieder viel passiert in der Galaxie Far, Far Away. Heute gibt es viele coole Neuigkeiten zur Andor Show und das, was danach kommt. Hayden Christensen, der Schauspieler von Anakin Skywalker, schaut sich das erste Mal die Animationsserie in Star Wars Rebels als auch The Clone Wars an und ist sehr begeistert. Und The Hashtag Show berichtet, es wird wahrscheinlich eine Live-Action-Inquisitor-Show bei Disney Plus geben. Unter einer Bedingung. Das alles jetzt im Video. Und damit auch Hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Heute wieder in der simplen, schnellen Studio-Umgebung, weil ich ein bisschen Zeitdruck habe, aber es einiges gibt, was ich euch unbedingt erzählen muss zu neuen Star Wars Serien, die definitiv kommen, wo die Dreharbeiten starten und vor allen Dingen, die noch gar nicht angekündigt worden sind, aber wo es große Leaks und Gerüchte gibt, dass die auf jeden Fall in Planung sind. Wenn euch so ein Video am Ende gefällt, kennt ihr es ja, Daumen nach oben hilft mir sehr und abonniert doch einfach den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Rein in Thema Nummer 1. Und hier geht es um die kommende Andor-Serie. Ich weiß, das ist eine Serie, wo viele von euch noch nicht ganz so gehypt sind. Aber, liebe Freunde, das ist der erste Spionage-Agenten-Thriller, den wir aus dem Star-Wars-Universum kommen. Und Stellan Skarsgård, quasi der Mann hinter dieser Serie, der verspricht schon relativ viel, was ja auf uns zukommen könnte. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die zweite Staffel in diesem Jahr auf jeden Fall noch starten soll. Nun gibt es auf einem brasilianischen TV-Sender ein Interview, welches geführt wurde mit dem Director of Photography. Also derjenige, der schaut, wie alles im Endeffekt aussieht, von Belichtung, von Kamerastellung und so weiter und so fort. Der Mann, der euch wirklich ein gutes Bild nach Hause bringt. Das ist Adriano Goldman. Und der hat in diesem brasilianischen TV-Interview ein bisschen über das gesprochen, was für Andor geplant war und was es nun letzten Endes gibt. Denn ursprünglich waren für Andor wohl 5 Staffeln geplant, die jetzt auf 3 heruntergebrochen sind, einfach aus produktionstechnischen Gründen. Das bedeutet aber im Umkehrschluss für uns, anders wie zum Beispiel die Kenobi-Serie, soll das keine Event-Serie werden. Das heißt, hier dürfen wir uns auf eine fortgeführte längere Geschichte und den Aufstieg der Rebellion in der Zeit des Imperiums freuen, mit sicherlich einigen Gastauftritten. Übrigens, diese Staffel 2, die ich ja schon angesprochen hatte, die feiert ihren Drehbeginn jetzt sogar im November 2022. Auf jeden Fall sagen das enorm viele Quellen. Making Star Wars berichtete und der Bespin Bulletin untermauerte nochmal diese Gerüchte dank eigener separater Quellen. Die erste Staffel, wie wir wissen, soll ja dieses Jahr hierzulande schon auf Disney Plus starten. Die Dreharbeiten dieser ersten Staffel gingen 9 Monate lang. Das wissen wir aus sicheren Quellen. Insider-Informationen zufolge soll für die zweite Staffel jetzt aber eine Drehzeit von 18 Monaten angesetzt werden. Was für uns eine ganz große Sache in den Raum stellt. Soll hier vielleicht sogar Staffel 2 und Staffel 3 zusammengedreht werden und dass wir dann wirklich ein großes, kompaktes, zusammenhängendes Werk am Ende haben? Also, wenn ihr mich fragt, kann ich mir das ganz gut vorstellen und es wäre nicht das erste Mal. Das haben wir bei den neuen Avatar-Filmen gehabt, das haben wir bei den Avengers Endgame und Infinity Wars gehabt und so weiter und so fort. Und mittlerweile muss ich sagen, ich bin sehr gespannt, wann Andor jetzt letzten Endes endlich mal auf die heimischen Bildschirme kommt und vor allen Dingen erwarte ich schon eine etwas andere Art von Star Wars. Vielleicht bekommen wir sogar mehr Informationen zur Star Wars Celebration Ende Mai. Von der Andor-Serie jetzt zur Kenobi und zur Ahsoka Tano-Serie. Ewan McGregor als auch Hayden Christensen, wir wissen es, als Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker sind nicht wegzudenken aus dem, was wir bald auch sehen dürfen, endlich in der Kenobi-Serie. Ewan McGregor, wissen wir auch schon, in einem Interview hat er gesagt, er bereitet sich auf diese Serie vor, indem er sich alle Kinofilme, er hat von allen 9 Teilen, also Rogue One, als natürlich auch Solo, Star Wars Story, anscheinend seid ihr ja draußen, nochmal angeschaut hat, um sich so ein bisschen in dieses Universum hineinzuversetzen. Hayden Christensen hingegen, der geht da noch einen Schritt weiter und hat sich jetzt die kompletten Staffeln von The Clone Wars als auch Star Wars Rebels das erste Mal selbst angesehen. Und er war begeistert. Insbesondere spricht er davon, dass ihn begeistert hat, dass die Struktur als natürlich auch die Persönlichkeiten der Charaktere noch einmal viel tiefer ausgearbeitet wurden. Und er freut sich enorm auf das, was er dementsprechend in der Serie auch dann uns letzten Endes zeigen kann. Wichtig ist das nicht nur für die Kenobi-Serie, sondern wie wir natürlich auch schon bestätigterweise wissen, von Disney-Seiten wird Anakin Skywalker in seiner früheren Form auch in der Ahsoka Tano-Serie eine Rolle spielen. Entweder in Rückblenden oder selbstverständlich als Machtgeist. Und da, liebe Freunde,
Da bin ich mir sicher, da war es fast schon Pflicht, Rebels oder The Clone Wars zu sehen, weil diese ganze Ahsoka-Anakin-Beziehungsgeschichte, also platonische Beziehungsgeschichte, die ist natürlich da erst ausgearbeitet worden. Ne? Also war es im Endeffekt Schicksal, dass er diese Animationsserie dann doch schon schauen musste. Und wahrscheinlich auch im Arbeitsvertrag festgehalten. Schön, dass es ihm gefallen hat. Last but not least gehen wir noch zur Hashtag-Show. Die hat uns nämlich vor einiger Zeit schon berichtet, dass es eine Inquisitoren-Serie bei Disney Plus geben könnte. Und das wurde jetzt nochmal aufgegriffen, dank neuer Quellen von The Hashtag Show. Und die sagen, ja, das ist definitiv bei Disney Plus in der Mache. Nämlich eine Live-Action-Verfilmung dieser Serie mit oder über Inquisitoren. Was ich mir persönlich super spannend vorstelle. Es wurde aber auch dabei gesagt, es wird jetzt erst einmal abgewartet, wie diese Inquisitoren und wie sie umgesetzt sind in der Kenobi-Serie dann letzten Endes auch beim breiten Publikum ankommen. Denn am Ende sind es die Leute, die das alles schauen, die bestimmen über den Erfolg der Serie. Und je nachdem, wie dieses Publikum das Ganze aufnimmt, ist es natürlich wichtig, dass hier Anpassungen gemacht werden, das Ganze gecancelt wird oder das Ganze natürlich hier ein Go bekommt, weil gesagt wird, okay, Inquisitoren, das ist der heiße Shit, da machen wir eine eigene Serie drüber. Und ich glaube, da kann man sehr viel zu erzählen. Und hier mal eine Frage an euch da draußen, würdet ihr euch über eine Inquisitor-Live-Action-Serie freuen? Von mir 5 Daumen nach oben, wenn es irgendwo gehen würde. Ja, bitte. Und das, liebe Freunde, war es auch schon mit diesem sehr, sehr schnellen Video, aber hoffentlich für euch auch informationsreichen Infovideo. Ich hoffe, die News haben euch gefallen. Wenn ja, schaut auf jeden Fall mal hier noch vorbei. Da gibt's Merch, da gibt's ein anderes Video. Abonnieren solltet ihr, erkennt das ganze Jahr und natürlich auch einen Daumen nach oben da lassen. Ich bin über eure Meinung gespannt in den Kommentaren. Möge die Macht mit euch sein. Euer Buddy.